Hossa die Waldfee und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4. Wir holen uns jetzt den letzten der beiden, ich weiß nicht, ob es Broken Royal Cottage ist. Einer von beiden ist noch nicht gestorben und das holen wir jetzt natürlich gleich nach. Ich muss mal schauen, wo der steht. Der steht so. Okay, dann nähe ich mich einfach von hinten. Und das waren die beiden dann. Du warst uns nützlich, Kenway. Wie ein echter Assassine. Und wofür? Seinen eigenen Stolz. Ihr habt euch mir in den Weg gestellt. Das sollte ein Mann nicht tun. Ein kesses Kerlchen. Genau wie Honeygold sagte. Dieser Templerhund bedeutet mir nichts. Keiner von euch. Und das ist ein Fehler, Kenway. Es waren die Templer, die uns aufnahmen, als alles zusammenbrach. Nicht unser König. Nicht unser Land. Die Templer. Die Templer sind unsere Familie. Wo ist deine? Das war ein Schlag in die Fresse. Im ehrbaren Dien. Das Essen mager, die Heuer klein und die Arbeit hart. Doch als ehrbare Glücksritter genießen wir Überfluss und Zufriedenheit, Freude und Genuss sowie Freiheit und Macht. Und welcher Mann bei klarem Verstand würde Ersteres wählen, wo die einzige Gefahr für uns Piraten die zornigen Blicke jener ohne Glanz und Größe sind? Ach ja. Also, ich bin nun 6 Wochen unter euch. In dieser Zeit habe ich mir eure Ziele zu eigen gemacht. Ach, das ist der und Typ. Zwar mit solcher Hingabe, dass es euch erschrecken mag, eure Leidenschaften in so starkem Licht in mir gespiegelt zu sehen. Doch, wenn ihr eben einen Captain in mir seht, verflucht, dann bin ich euer Captain. Ja! Ich tauchte meine Hände in schmutziges Wasser und als ich sie herauszog, fand ich es besser, ein Kommandeur, denn ein einfacher Mann zu sein. Mann, meine Herrlichkeit schmeichelt. Ich suche nach dem Observatorium. Man sagt, du seist der Einzige, der es finden kann. Man hat recht. Trotz aller Abneigung gegen deine Ungeduld erkenne ich in dir einen Hauch von Genie. Ich bin Bartholomew Roberts. Edward. Es gibt zurzeit nichts, was ich dir sagen kann. Doch wenn du mir zur Seite stehst, in 2 Monaten westlich der Nibu hinzu, hältst du ein paar Antworten, das verspreche ich dir. Ja, gut. Mission bewerten natürlich wieder mit 5 Sternen. Und wir haben einen neuen Verbündeten, wie es aussieht. Endlich mal wieder nach der ganzen Misere, die uns passiert ist. Ich hoffe, wir haben einen neuen Verbündeten. Ich hoffe es. Und wieder ein hässlicher Ladescreen. Wir kennen sie zu gut. Die hässlichen Ladescreens. Hässlich! Kann ich eigentlich irgendwas machen hier so vielleicht? Außer rennen? Hopsen kann ich auch nicht. Ich mach jetzt... Oh. Das D und das A benutze ich irgendwie gar nicht. Ist auch voll schwierig zu lenken irgendwie. Mysteriosa, September 1719. Schon komisch. Beim Skorbut ist die Heilung schöner als die Ursache. Aber hol dir was von der Hure und sie geben dir Quecksilber. Da ist es schöner, die Krankheit zu kriegen, als sie zu heilen. Denkst du über etwas nach? Die Menschen leben gerne nach einem Kodex oder Credo nicht. Doch wenn's pressiert, folgen sie ihrem Instinkt und nicht den eigenen Regeln. Nur was hat man von einem Credo, wenn es die Menschen nicht zwingt, sich entsprechend zu verhalten? Man fühlt sich vielleicht als gehörte man dazu. Hast du eine Antwort? Dass die Menschen Schafe sind. Dass ein alter Wolf wie ich jeden Tropfen Blut verdient, den er trank. Segle zu diesem Ort.
Bring nur die, denen du traust. Bring nur die, denen du traust. Alles klar. Misteriosa. So, gucken wir mal ganz kurz, wo wir überhaupt sind. In Feindesgebiet befinden wir uns. Alles klar. Dann schauen wir mal ganz kurz, was es hier so gibt. Das ist anscheinend eine Maya-Stadt hier. Habe ich eine Höhle übersehen gerade? Hey, hier muss eine Höhle sein. Höhle? Ach, Höhle. Alles klar. What? Was ist denn hier drinne? Ich glaube, wir sind gleich gemachte Leute. Berserkerpfeile bekommen, das gefällt mir. Ach nee, hä? Die Karte soll doch hier sein, aber... Hier muss irgendwo noch so eine Höhle sein. Oder auch nicht. Ich gehe mal hier hoch. Da sehe ich den nächsten Schatz. What the fuck? Die Maya, sag mal, die haben eine Cola, haben die. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich finde es persönlich sehr schade, dass damals Mayas und Inka und der ganze Mist untergegangen ist. Nur weil wir ihnen waffentechnisch überlegen waren. Ich weiß nicht, ich hätte es cool gefunden, wenn die da drüben mit uns in Koexistenz gelebt hätten und sowas. Obwohl, dann würde man es wahrscheinlich heute gar nicht so cool finden. Man würde einfach so denken, ja, okay, Mayas Blut gibt's halt, sind halt da, ne? Oder aber vielleicht wären unsere Zivilisationen auch nie so weit aneinander gekommen, dass man sich sagen würde... Ach, hier ist einer der Steine. Alles klar. Moment. Jawohl. Flups. So, mal schnell hier runter, mal einmal da sitzen. Graben. Was gräbt der eigentlich immer? Ach so, ja, der nimmt den Fuß, stimmt. Und wir haben wieder eine Maya-Stele gefunden. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von euch. Wir gehen halt mal hier lang jetzt. Was haben wir denn hier? Ich habe so einen Zettel, den wir abmachen können vielleicht. Wäre aber auch sehr untypisch für Assassin's Creed. Okay, kommen wir mal hier hoch. Boah, ich finde diese Gebäude so geil. Ich muss ja ganz, ich würde so gern mal darüber fahren und so eine alte Ruine angucken. Ich glaube, ich würde mich einfach sowas von... Weiß nicht, ich würde wie so ein kleines Kind würde ich mich einfach freuen. Aber ich denke auch, dass man da nicht einfach so rumrennen kann. Wir haben bestimmt abgesichert sein oder so, dass man da nicht einfach reinrennt. Wäre auch sehr seltsam. Spricht sich da jeder einen Stein raus oder sowas. Und dann hast du nach 10 Jahren nichts mehr von der Mayas. Von dem Maya-Ort oder so. So. Rüber. Und da rein. So, weit. Wo ist der Aussichtspunkt hier? Na nü, Aussichtspunkt. Ich stell mal hoch, vielleicht ist da oben einer. Das erscheint mir logischer als hier. Ach, alles da.
Ah, jetzt komme ich natürlich hier nicht hoch, ne? Dann probiere ich mal von hier irgendwie darüber zu kommen. Ah, da haben wir schon ein Animus-Fragment. Oh, schön, das befindet sich einfach mal ganz gechillt hier irgendwo. Hallo? Ach, da drauf bestimmt. Huh? Ja, yeah. Los, komm. Ah, hier geht's hoch. Die müssen doch irgendwie Treppen gehabt haben, die Maya, oder? Nee, keiner von denen wird einfach so, bevor ich jetzt hier runterspringe, irgendwie so töricht bin, nehme ich mir erstmal den Aussichtspunkt hier vor. So. Lalalala. Hä, scheint noch ein Schiff gerade? Das aus, der noch ein Schiff steht. Nee, war noch im Fels, okay. Okay, zurück. Wo ist der Fels? Da ist er. Sieht nicht aus, als wenn er was drauf wäre. Nö, hier ist nichts. Hier aber auch nicht. Aha, hier liegt noch was drunter. Na, es tut mir leid, dass ich dich da befummeln muss, mein Kind. Aber ich brauch dich. Zwischen den drei Kisten, alles klar. So. Was haben wir denn noch hier auf der Insel jetzt? Müsste ja gar nicht mal so viel sein. Da ist noch eine Ruhe. Hoffentlich können wir uns jetzt auf der Insel bewegen. Das ist ganz schön gefährlich, wenn du die ganze Zeit so auf diesen Vorsprung hin und her hantierst. Huch. Achso, ich muss also doch hoch. Alles klar. Kenway? Kenway? Bitte einmal ganz geschmeidig da hoch. Genau. Einmal ganz geschmeidig nach da. Richtig. Und dann... Ich hasse ihn. Achso, gut. Ich dachte jetzt schon, der hat schon wieder verkackt. So. Also jetzt nochmal hoch. Wir müssen jetzt hier gleich die Treppe erscheinen. Genau, hier ist die Treppe. Und dann sind wir auch gleich wieder da. Sehr schön. So. Aber was machen wir jetzt? Wir haben den Typen. Wir haben die beiden Templer gejagt. 208 haben wir bekommen, okay. Am Strand liegt noch was. Aber was ist mit Robert? Ich meine, was ist mit, ich weiß gar nicht, wie der Typ jetzt hieß. Der Typ halt, der, das Pardon ständig anbietet. Was ist mit dem? Ich meine, der ist doch, der wird doch nicht erfreut darüber sein, dass wir seine Leute beklauen. Leute töten. Der wird uns doch jagen wollen, oder nicht? Ich bin mir echt unschlüssig. So, da haben wir noch eine Flasche. Flasche meets Flasche. Nein, natürlich nicht. Da haben wir wieder eine seiner Seiten, die lese ich jetzt mal nicht vor. So. Okay. Ja. Wo ist die nächste Quest? Die ist da hinten. Achso, okay, gut. Ja, dann tun wir noch ganz schnell hier hinten die beiden Sachen machen und dann sind wir auch schon fertig, ne? Dann war es das auf der Insel. Dann haben wir wieder eine ganze Insel erforscht. Und ich kann aber dann nach den beiden Sachen in die Fortschrittsanzeige schauen. Und da werdet ihr sehen, dass wir gar nicht so viel von den Nebenmissionen gemacht haben. Es kommt dann immer so extrem viel vor, weil es so viele kleine sind. Aber in Wirklichkeit haben wir gar nicht so viel geschafft.
Ich glaube, wir sind bei 30% bei den ganzen Nebenmissionen und bei 60% für die Hauptmission. Die Folge wäre noch, oder? Ist jetzt vorbei, aber wir machen gern noch was drauf. Habe ich kein Problem mit. Hauen wir hier noch schnell die beiden Dinger in unser Inventar. Und wir haben fast 25.000. Wir können uns fast den letzten Mörser kaufen, den Elite-Mörser. Ich freue mich. Oh! Okay. Katz. Schon mal hoch, okay. So tief hätte man nicht springen sollen. Hörte! Und da ist er auch schon. Vielleicht. Da ist noch eine Stele. Boah. Wie soll das gehen? Drehen. Ach so, alles klar. Moment. Gerade rücken. Flup. Alles klar. Das ist natürlich auch ganz cool so gemacht, dass es dann am Boden auftaucht. Hallo? Kram? Ach so. Okay. Und wieder ein Stein gefunden. Hi, noch ein Schlüsselstein. Meierstein, Aussichtspunkte, Truhen, Animusverbände und Geheimnisse alle entdeckt. So, und dann gehen wir zum Boot zurück. Haben die nächste Insel wieder einmal abgehakt. Und sind wieder weiter in den Questen. So, dann schauen wir mal. Wir schauen mal ganz kurz in die Fortschrittsanzeige rein. Fortschrittsanzeige. So, wir haben 61% Hauptquest, fast 40% Nebenmissionen, 40 Fundstücke und gerade mal 23% Nebenaktivitäten. Also wir hängen ganz schön zurück, meine lieben Damen und Herren. Gesamtsynchronisation befinden wir uns bei 47%, das ist ganz gut. Wir haben mit 43 heute früh angefangen und da sieht man sogar, wie viel wir haben. Hier, guck mal hier. Und theoretisch gesehen könnte ich jetzt sogar... Also haben wir in der nächsten Folge. Adios, bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde.